22. Eigentlich eine Schnapszahl, aber ich nehme auch das hier. Ja, dann herzlich willkommen zu unserem nächsten Kalendertürchen. Heute nur Carsten und ich, ohne Henning, aber dafür mit Baum. Carsten, was haben wir im heutigen Türchen? Wir haben heute eine weitere Filmversoftung. Da haben wir ja quasi historisch gesehen, dass das meistens scheiße ist. Heute ist es vielleicht bei einigen Leuten sogar eine ganz gute Erinnerung. Wir haben es gewählt, weil es ein bisschen verschenktes Potenzial ist, wie wir denken. Und es ist, was ist es? War das nicht der Grund, weswegen viele Jugendliche zwischen 15 und 35 derzeit Kevin heißen? Wegen diesem Film? Ja, ihr habt es bestimmt schon erraten, genau. Kevin allein zu Hause, beziehungsweise im englischen Original Home Alone für den Sega Mega Drive. Das Sega Mega Drive, wie sagt man eigentlich korrekt? Für eine der besten Spielkonsolen der Welt. Okay, das reicht. Ja, warum haben wir das ausgewählt? Spieltechnisch eigentlich, man kann sagen, das ist eigentlich sogar das ist eins der ersten Open-World-Spiele vielleicht, denn mit dem namensgebenden Kevin muss man nämlich am Anfang mit seinem Schlitten in der Nachbarschaft umherfahren, während die Diebe... Ganz eng am Film gehalten, da gab es ja diverseste Schlittenszenen, die eine entscheidende Rolle im Film gespielt haben. Um genau zu sein, genau eine Schlittenszene, aber nun ja, wie gesagt, künstlerische Freiheit. Ja, man fährt halt durch diese Oberwelt von Haus zu Haus, während die beiden Diebe, Marv und Harry, glaube ich, gleichzeitig mit ihrem Van in dieser Nachbarschaft herumfahren. Und man hat jetzt die Aufgabe, in die Häuser reinzugehen, da Fallen zu legen und das Haus sozusagen damit Dieb sicher zu machen. Das ist so das eigentliche Spielprinzip. Hört sich an wie ein gutes Spielprinzip eigentlich, hört sich lustig an, aber... klarer Fall von gute Grundidee und ziemlich ins Klo gegangen. Sowohl von der Bedienung als auch von den Soundeffekten, als auch von der Langzeitmotivation. War da irgendwas gut? Also wie gesagt, die Grundidee ist gut. Ja, es könnte ein gutes Spiel sein, weil der Film war ja auch schon sehr, ja, sag ich mal, comichaft und gimmickhaft. Ja? Also Diebe mit irgendwelchen selbstgebauten Fallen erledigen ist ja eigentlich prädestiniert für ein geiles Spielkonzept. Das Problem dabei war aber, dass die Mechanik dahinter, man ist halt ständig in Zeitdruck, man muss ständig in diese Häuser rein und raus, quasi mit dem Schlitten von Haus zu Haus und die mit Fallen bespicken. Das Problem bei den Fallen ist, man kann da auch selber reintappen und sich damit quasi ausschalten. Erste Designfehler schlechthin. Die Diebe, wenn sie im Haus sind, muss man so lange mit irgendwelchen Waffen beschießen, bis sie genug haben und das Haus wieder verlassen, damit das Haus auch sicher ist. Problem dabei ist, die Waffen, die Kevin benutzt, muss er sich selbst zusammenklöppeln aus irgendwelchen Alltagsgegenständen, die er findet. Und eine Zwille ist vielleicht noch klar. Ein Stock plus ein Gummiband plus Murmeln ist eine Zwille. Aber wie soll ich bitte darauf kommen, dass ein Föhn und Ballons und ein Draht auch eine Waffe ergibt? Also MacGyver hätte das hingekriegt. An dieser Stelle aber schmückt lieber einen Tannenbaum oder macht was Sinnvolles, aber Finger weg vom Spiel. Und an dieser Stelle sagen wir, bis zu einem der letzten Türchen. Aber Carsten möchte noch ein Schlusswort sagen, was er vermutlich vorbereitet hat. Bevor ich den Finger in die Nase stecke, wollte ich noch sagen, dass alle Sega-Freunde aufatmen können. Denn tatsächlich ist die Mega Drive-Version von Home Alone die tatsächlich immer noch bessere. Es gibt eine Super Nintendo-Version, die ist aber richtig, richtig große Grütze. Und deshalb, wenn ihr unbedingt unter Weihnachtsbaum sowas spielen wollt, dann die Mega Drive-Version. Alle Sega-Freunde klicken an der Stelle Daumen hoch. Tschüss.